Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und wie so oft herzlich willkommen zurück zu einem neuen Haul. Allerdings, aber heute mal zu einem neuen und etwas anderen Haul. Und zwar war ich auf Bali sowie auch in Griechenland und habe dort auch ein paar Sachen gefunden. Und deswegen ist es heute ein Urlaubshaul und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Dieses Video ist übrigens in Zusammenarbeit mit Urlaubsgruß. Alle Links dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox. Ja, eigentlich hat mich Urlaubsgruß so ein bisschen dazu verleitet, dieses Video zu machen, weil ich sonst vielleicht überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen wäre, euch meine Einkäufe aus anderen Ländern zu zeigen. Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool und ich habe auch noch viel, viel cooler eine Postkarte bekommen. Kennt ihr sowas eigentlich noch? Postkarten schreiben ist eigentlich schon ziemlich oldschool. Aber bei Urlaubsgruß geht das Ganze ziemlich cool. Man kann dort nämlich seine eigenen Postkarten gestalten. Das geht eigentlich wirklich so leicht wie nichts. Ihr müsst euch dazu eigentlich nur die Urlaubsgruß-Postkarten-App runterladen und dann könnt ihr auch schon loslegen. Ihr könnt euer eigenes Foto aussuchen, ihr könnt einen eigenen Text reinschreiben, dann kommt da eine echte Briefmarke oben drauf und fertig ist das Ganze. Und ich habe mich wahnsinnig über diese Postkarte gefreut. Und zwar habe ich eine Postkarte von der lieben Anna Valentina aus Mexiko bekommen. Ich blende euch die Karte hier auf jeden Fall mal ein und dann könnt ihr selber neidisch sein, was für tolle Post ich so bekommen habe. Wahnsinnig cool. Vielen, vielen Dank. Dank Anna auf jeden Fall. Und jetzt kommt der Oberclou an dem Ganzen. Es gibt auch ein Gewinnspiel. Allerdings nicht bei mir, sondern bei Urlaubsgruß nämlich selber. Die verlosen nämlich ein iPhone 8. Alter Schwede, ein iPhone 8. So, why not? Das Einzige, was ihr aber in dem Sinne tun müsst, ist Urlaubsgruß auf Facebook und auf Instagram zu folgen. Wie gesagt, ich finde dieses gesamte Ding mit Postkarten schreiben so cool, weil es wieder dieses Oldschool einfach zurückholt. Man selber ist aber einfach immer faul und deswegen schickt man einfach alles Mögliche an alle Leute per WhatsApp zum Beispiel. Ist aber so unpersönlich, finde ich. Also lasst uns alle zusammen dieses Oldschool-Ding wieder auferleben. Und jetzt würde ich sagen, sind wir alle schon irgendwo im Urlaubsfeeling. Deswegen legen wir doch einfach mal los mit meinem Einkauf. Ja, das erste Teilchen könnt ihr auch schon an mir bewundern. Es ist ein Top, was ich gefunden habe in einer kleinen Boutique. Genau dasselbe habe ich mir auch nochmal in Schwarz geholt, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Sind Crop auf jeden Fall unten und sitzen aber tippidi-toppi. Und jetzt haltet euch fest, das mega, mega coole ist. Ich habe all die Sachen hier, die ich euch jetzt zeige, auf den verschiedensten Webseiten gesucht und gefunden. Nicht immer genau dasselbe, aber teilweise habe ich welche sogar bei Shein selber entdeckt. Wie geil ist das denn bitte? Und ich habe euch alle Links natürlich auch unten in die Infobox gepackt. Das nächste Teil habt ihr in einem Video von mir schon bewundert. Auf Fotos in meiner Insta-Story bewundert und ich habe so viele Fragen zu diesem Ding bekommen. Das ist unfassbar gewesen und jetzt kann ich es endlich auflösen. Ich habe es gefunden in Griechenland und dieses Teil, es ist die schönste Bluse auf diesem Planeten, glaube ich. Die ist so schön edel, die sitzt perfekt. Man kann selber, wie man hier witzig ist, die Teile zusammenschnüren. Schon wieder diese Puffärmel, die typischen. Und auch hier, ihr werdet es nicht glauben, genau dieselbe Bluse habe ich gefunden. Gut, ich habe eine Bluse und das, was ich gefunden habe, ist ein Body. Aber das oben ist genau dasselbe. 1:1 genau dasselbe Teil. Und das habe ich euch natürlich auch runter. Ne? Alles habe ich gefunden, alles habe ich verlinkt. Was darf bei Frau Della im Schrank nicht fehlen? Ein schönes Sommerkleidchen in Yellow. Ein schönes Sommerkleid in Gelb. Ist auch hier so geschnitten, dass es schulterfrei auf jeden Fall hier runter baumelt. Hat hier in der Mitte so einen kleinen Gummizug auf jeden Fall. Sitzt dadurch echt toll. Es sollte vielleicht ein Bügeleisen irgendwann mal entdecken, aber das habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht. Shame on me. Aber es ist super schön luftig. Es ist vielleicht ein bisschen knapp und kurz, aber who cares? Who cares? Werden wir ein bisschen farbenunfroher, dafür aber wahnsinnig elegant. Ich habe einen Top mir gekauft und das ist ein ganz normales Top,
sollte man meinen, es ist hinten komplett offen. Also Wasser ist komplett offen, aber hier, das wird nur zusammengeschnürt. Ich habe da drunter dann ganz oft, weil jetzt bestimmt ganz viele auch fragen, was trägst du da drunter? Ich habe dann einen BH drunter getragen, den man halt hinten, der schön hinten war. Ne? Also da gibt es ja mehr als genug BHs, die hinten wirklich einen schönen Rücken haben. Und die sehen hier dahinter wirklich toll aus. Oder ihr zieht da drunter einen BH an, der auch nur ein ganz dünnes Bändchen hat. Das sieht auch wirklich schön dann aus. Es ist so ein bisschen transparent. Deswegen ziehe ich lieber was drunter, weil sicher ist hier sicher. Wir bleiben eher unfarbenfroh für das vorletzte Teilchen. Dafür wieder eben sommerlich. Und zwar ist es ein Kleid, was ich gefunden habe. Und ich weiß, dass ganz viele bei diesem Foto aus Amsterdam haben so viele schon gefragt, woher ich dieses Kleid habe. Bin ich diesen Sommer wohl vollkommen auf Kleidern hängen geblieben. Ja, kann ich wirklich gerade einfach nicht genug haben. Womit wir jetzt beim letzten Teil angekommen sind, wo ich leider auch überhaupt nicht weiß, woher ich es habe. Ich weiß nur, dass ich es in Größe M habe und ich es so süß finde. Es ist so süß, ein so süßes Ding. Habe ich auch schon Fotos mitgemacht, habt ihr auch schon gefragt, woher es ist. Das ist dieses schöne Teil, es ist Crop. Man kann es hier vorne zu- und aufbinden. Man kann es also auch als Weste vielleicht tragen, ist jetzt aber nicht so mein Ding. Und wenn man da diese BHs mit Spitze drunter anzieht, sieht das so toll aus. Auch jetzt, wenn ihr irgendwo in Urlaub fahrt, mit Bikini da unten drunter. Das kann so toll aussehen, weil ich weiß, dass manche von euch vielleicht Angst haben, weil dieser Ausschnitt zu groß ist. Und der ist ja auch groß, um Gottes Willen, da kann man nichts sagen. Ne? Der ist wirklich riesig. Wie gesagt, wenn man aber weiß, was man da drunter anzieht, an BH, an Bikini, an vielleicht einem Top, was man drunter zieht, Bandeau, Bustier, wie die Teile auch immer heißen mögen, da noch eine High-Waisted Hose oder einen High-Waisted Rock dazu anziehen und ihr seid ready to go. Und ich schwöre euch, ihr werdet 100% auf der Straße gefragt, wo ihr euer Oberteil habt. So viel sei euch garantiert. Kurz aber knackig waren das tatsächlich jetzt auch schon alle Teile, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch bei Urlaubsgruß auf Facebook und auf Instagram vorbei, um dieses gottverdammte Handy zu gewinnen. Ich drücke euch allen auf jeden Fall die Daumen. Schreibt mir Postkarten. Ich will ganz viel persönliche Post von euch bekommen. Und dann war es das von diesem Video heute. Wenn ihr weitere Haul-Videos sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall in meine Playlist rein. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und schaut auf Instagram vorbei. Bis dann!